Willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon. Wir haben bereits einiges geschafft und sind ein paar Tage vergangen seit dem Plan. Mal gucken, ob Reptane schon gefasst wurde oder ob es immer noch in Arbeit ist. Fragen wir mal die Gilde. Was die versuchte Festnahme von Reptane angeht, wir warten noch auf die Information, ob Reptane gefasst wurde. Okay, es ist noch nicht amtlich. Ich verstehe, dass ihr kaum erwarten. Ich verstehe, dass ihr es kaum abwarten könnt, bis endlich etwas passiert, aber seht es als Geduldstest an. Wir möchten, dass ihr mit den angewohnten Arbeit nachgeht. Oh, was für eine Sirene! Was ist das für eine Sirene? Wachmeister Magnetilo ist da. Das ist eine Nachricht von Oberwachtmeister Magnetzone. Wir freuen uns, diese Nachricht überbringen zu können. Reptane wurde endlich gefasst. Okay, ich nehme es zurück. Es wurde anscheinend... Ja, es ist geschehen. Boah, endlich! Donnerwetter! Reptane wurde geschnappt! Oh weia, er hat's geschafft! Juhu! Das ist nicht alles. Reptane wurde von dem großen Zwirfens gefasst. Wie er uns mitgeteilt hat, wird er mit Reptane in Zukunft zurückkehren. Zwirfinst? Er geht nach Hause? Er geht wieder in die Zukunft? Was soll das denn? Wie soll das denn gehen? Ich habe nicht behauptet, dass ich es weiß. Aber ich gehört habe, wenn sie durch einen Tunnel reisen, er nannte es das dimensionale Loch. Soweit ich weiß, hat er auf dem Hauptplatz der Stadt ein dimensionales Loch geöffnet. Zwirfinst sagte, dass ich gern verabschieden will, bevor er geht. Deshalb hofft ihr, dass ihr zum Platz vom Schatzstadt kommen werdet, um ein letztes Mal zu sehen. Nee, wo warten wir denn noch? Beeilung, wir müssen nach Schatzstadt. Es sind schon alle da. Hey, ich sehe den großen Zwirfens noch nicht. Was ist das? Das ist das dimensionale Loch. Dimensionales Loch? Ach so, das hat Magnetilo zuvor erwähnt. Donnerwetter, das ist es? Das sieht man einer an. Wenn man da reingeht, bringt es einen also in die Zukunft? Vorsicht, geht nicht zu nah ran. Wenn ihr es berührt, werdet ihr sofort in die Zukunft befördert. Seid bitte äußerst vorsichtig. Oh. Selfie, Esprit und Turbos ist auch da. Vulpix. Seid alle in Sicherheit, ich bin froh. Bin ich froh? Natürlich. Hat der Plan funktioniert? Ja. Ich muss wirklich sagen, dass der Plan von Zwirfens einwandfrei funktionierte. Reptane wurde gefasst. Und wir haben die gestohlenen Zahnräder der Zeit wieder. Ja, bin ich froh. Zwirfens müsste gleich hier sein. Oh, wer ist das? Das ist der große Zwirfens. Hier kommt der große Zwirfens. Leute, macht Platz. Das... Ist das Reptane? Er sieht wirklich wie ein großer übler Kerl aus. Zum Glück haben sie ihn endlich geschnappt. Stimmt, seitdem wären fast die ganze Welt untergegangen. Pokémon, ich darf euch heute eine wunderbare Neuigkeit überbringen. Endlich wurde Reptane wurde gefasst. Dies war nur dank eurer Hilfsbereitschaft und Kooperation möglich. Ich kann euch nicht genug danken. Wie ihr seht, ist Reptane ein gemeinsinteltiges Pokémon. Nach seiner Festnahme sollte in eurer Welt für lange Zeit Frieden herrschen. Ich sagte, da haben sie Reptane geknebelt. Er kann kein Wort sagen. Aber ich habe euch eine schlechte Neuigkeit. Es ist eine Zeit für mich, in die Zukunft zurückzukehren. Lebt wohl. Ich muss euch nun verlassen. Oh, stimmt, also hey. Das macht mich ganz schön melancholisch.
Ich wollte noch so viel von dir lernen, jawohl, ja. Selve, Vespri, Turbutz. Ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja. Wir wissen Bescheid. Wir haben Zahnräder Zeit wieder. Und wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Vielen Dank für alles. Du hast uns wirklich alle gerettet. Oh, ach was. Du warst sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hoffe, dass du weiterhin für Sicherheit dieser Welt sorgen wirst. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Nun, ist leider eine Zeit. Pokémon, tut mir im Herzen weh. Ich hasse traurige Abschiede. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Bäh. Oh, ach ja. Bevor ich gehe, muss ich noch zwei Pokémon sehen. Whippix und Schnucky. Da sind wir. Gehen wir zu ihm. Jetzt nehmen wir also wirklich Abschied, Zwirfinst. Du hast viel für uns getan. Danke, wirklich. Nun, dies ist der Abschied. Oder nicht? Wie bitte? Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ah! Ihr zwei, kommt mit mir. Ah! Meine Güte! Vulpix Maki! Was war... Was ist gerade passiert? Und wir fallen durch die Zeit in die Zukunft. Amt der Sprechern? Ja! Warum hat uns plötzlich Zwirfinst mitgenommen? Ihr werdet es bald erfahren. Kapitel 14 in die Zukunft. Wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann nicht... werde wieder ohnmächtig. Das ist die Welt der Zukunft. Alles steht still. Der Himmel ist total dunkel. Und zu diesem Ort... ja, kommen wir irgendwann noch. Verzeihung, dass ich dich warten ließ, Meister Dialga. Ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen, doch letztendlich gelang es mir, sie zu fassen, ja. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde sofort einen Angriff nehmen. Ich verstehe. Wie du wünschst. Entschuldige mich. Also steckt Dialga dahinter, dass sich Zwirfinst so komisch verhält. Hey, Schmacki. Wach auf, Schmacki. Wo? Du bist wach. Dieser Ort, ich glaube, das ist ein Gefängnis. Gefängnis? Ich bin noch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind fest abgeschlossen. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu gehen. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Hm. Was ist mit mir los? Wir sind eingesperrt? Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich kann versuchen, das rauszufinden. Ja, auf einmal sehen wir ganz andere Seiten. Zwirfinst hat uns eingesperrt. Wir sind in der Zukunft. Und Zwirfinst scheint wohl doch nicht so weise zu sein, wie man gedacht hatte. Schmacki versucht, die Tür zu öffnen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das bringt nichts. Wirklich hat recht, die Türen gehen nicht auf. Sieht wirklich so aus, als seien wir eingesperrt. Hm. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so... Zwölf hat uns gepackt,
Er hat uns in der die mit seinem Loch gezogen. Was? Warte mal. Ist hier, also vielleicht ist das die Zukunft? Aber das ist... Ich kann das nicht glauben. Ich meine, das hier soll die Zukunft sein? Warum sind wir überhaupt hier? Aber... Ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ist es wirklich die Zukunft. Ah, Schmacki! Sind wir wirklich in der Zukunft? Was sollen wir jetzt tun? Also wenn... Wenn es die Zukunft ist, wie sollen wir denn wieder in unsere Welt kommen? Die sind wach. Es kommt gerade recht. In Ordnung. Lass uns schnell erledigen. Schnell legen? Was denn? Was? Boah, sie haben mir die Augen verbunden. Ich kann nichts sehen. Mitkommen. Aua, schub's nicht so. Mit verbundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wo bringen sie uns bloß hin? Wir sind da. Wo bin ich? Sie haben mich gefesselt. Ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Oh! Vulpix! Bin ich froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr könnt es euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Wie? Die Stimme kam von dort drüben. Reptane, ihr zwei. Habt ihr auch nur einen Schimmer, wo ihr seid? Nein. Ihr seid in einem Gefangenenraum. Sie wollen uns für ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Was? Uns aus dem Weg räumen? Moment mal, es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie sich loswerden wollen, Reptane. Aber warum uns? Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist mir sowas von egal. Irgendwas müsst ihr getan haben, das sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denk bloß nicht, dass wir sind wie du. Es ist mir egal. Tja, während du noch dabei bist, auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. Ah, wer ist das? Das sind die Gefängniswärter, die schmutzigen Jobs verrichten. Zufällig sind auch die Untergebenen von Zwirfinst. Was? Untergebenen des großen Zwirfinst? Hey, da ist Zwirfinst! Wer hat der Zwirfinst? Drei wurden an die Fehler gebunden. Gut. Zwirfinst! Ich bin es, Vulpix. Sehr gut, Zubiris. Diese drei, sie müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht. Macht euch bereit. Warte, Zwirfinst! Was ist mit dir passiert? Warum tust du uns das an? Spart euch euren Atem. Seid lieber still. Sprecht leise, damit sie euch nicht hören können. Ja, leise sprechen? Ihr zwei. Wenn ihr rauskommen wollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Reptane? Ich hab keine Zeit lange zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hier bleiben? Was ist denn du da? Huch. Sag mal, fällt dir irgendwas ein, das du tun könntest? Was ich tun könnte? Was ist das für eine Frage? Was könnte ich tun? Wenn ihr mal Item einsetzen, gucken, was dann passiert. Nein, Item bringt nichts. Wir sind gefesselt und wir können sich bewegen. Das sollte etwas sein, das man sofort einsetzen kann. Das sagt sich leicht. Was tun? Okay, was sagt dabei? Attacke? Eine Attacke? Das könnte klappen, aber... Nein, das bringt nichts. Wir sind gefesselt und wir können uns nicht bewegen. Sollte was sein, was man sofort einsetzen kann. Das muss jetzt auffallend sein. Aber wird dir irgendwas einfacher sein? Ah, du bist keine große Hilfe. Ja, bleib es nur angreifen.
Das ist es. Das klappt. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, kann ich auch mitmachen. Gut. Wir sind jetzt bereit. Sehr gut. Aber bis zum Ende. Seid bis zum Ende wachsam. Lass sie nicht aus den Augen. Vor allem diesen Reptil. Hey, hey, hey. Beginnt. Jetzt. Yes. Sie kommen. Hört gut zu. So wie ihre Schlangen und ihren Klauen zu. Oh, es klingt scheußlich. Genau das könnte uns die Flucht ermöglichen. Zubiris werden ihre Kratzfolie reinsetzen. Das ist unsere Chance. Wenn sie uns angreifen und dabei Seile treffen, mit denen wir gefesselt sind. Oh genau! Die Seile könnten nicht lösen. Genau. Und wenn das passiert, startet ein Angriff und flieht. Aber was, wenn ihre Kratzfolie die Seile nicht durchschneidet? Und was, wenn... Was, wenn die Zubiris keine Kratzfolie einsetzen? Wenn das passiert, nicht auszudenken. Ah! Haltet durch! Wartet auf eure Chance! Aber wenn sie weitermachen, dann sind wir erledigt, bevor unsere Chance kommt. Hey! Da ist ein Riss im Seil! Jetzt! Jetzt angreifen! Los! Was ist das? Da. Ah, jetzt können wir können nichts sehen. Reißt euch zusammen. Es ist nur ein Strahlorb. Der Effekt lässt bald nach. Verflucht. Dieser Reptil. Er ist in der Deckung des Lichts aus dem Strahlorb geflohen. Damit kommen sie nicht davon. Ich hab Dreck im Mund. Wir sind in Sicherheit. Reptil beherrscht also die Attacke Schaufler? Kennt wirklich viele Attacken. Wir sind entkommen. Aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lass uns abhauen, aber schnell. Damit beginnt unser Abenteuer in der Zukunft. Aber Leute, erst das nächste Mal bei Pokémon Mystery Dungeon. Obwohl... Ah, komm, ein bisschen machen wir noch. Bis zum nächsten Dungeon, sagen wir mal. Kommt hier entlang. Wir müssen weiterlaufen, bis wir den Ausgang erreichen. Kommt schneller, macht schon. Ich laufe so schnell ich kann. Ich hoffe nicht rumzukommandieren. Wie auch immer, Reptil. Was? Ist das hier die Zukunft? So ist es. Du schaltest schnell. Also tatsächlich, wenn wir unsere Welt zurückkehren können, wer weiß, wir müssen jetzt erst einfach nur weg von hier. Wenn sie uns fangen, wird es eure geringste Sorge sein, wie wir jetzt zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann nicht. Ich bin fix und fertig. Wir sind fast da. Der Ausgang ist gleich da. Geschafft! Wir sind draußen! Was ist das? Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Felsen schweben. Das ist wirklich ein merkwürdiger Ort. Und es ist schrecklich dunkel. Es weht nicht immer der Wind. Es ist, als ob alle Bewegung... Es ist, als alles... Es ist, als sei alles erstarrt. Genau. Wie? Wow, ich höre die Zubiris. Wir müssen weiterlaufen. Hey Ripken, ich bin erschöpft. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wenn sie uns kriegen, sind wir dran. Haltet durch und lauft. Das ist leicht gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. In Ordnung.
Hier ist eine natürliche Aushöhlung. Das sollte uns vor ihren Blicken schützen. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, sollten wir uns wieder auf die Beine machen. Moment mal. Im Gefangenenraum haben wir mit dir zusammengearbeitet, weil wir mussten. Aber wir haben nie gesagt, dass wir nach mit dir kommen würden. Mit dir kommen würden. Einen bösen Pokémon wie dir. Werde ich auf keinen Fall über den Weg trauen. Vulpix. Ich bin also der Bösewicht. Und der Zwirfens ist der Gute? Wie erklärt ihr euch dann, dass ihr das Falten von Zwirfens? Ja, da hat er recht. Sie wollten nicht nur mich. Sie wollten auch euch loswerden. Euch auch loswerden. Aber das heißt nicht, dass wir dir vertrauen sollten, Reptane. Es ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, dass es helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme. Ihr solltet euch auch wieder auf den Weg machen. Viel Glück. Warte mal. Du sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel draußen. Man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollten wir nicht warten, bis es morgen wird, anstatt sofort aufzubrechen? Können wir nicht warten, bis es hell wird? Das ist nicht möglich. Ich sage es nicht gern, aber es wird niemals morgen. Wie? Diese Welt, eure Zukunft, ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf, also kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Die Lähmung des Planeten? Die Lähmung des Planeten? Ach ja, ich erinnere mich. Zwirfens hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Nämlich wenn alle Zahnräder der Zeit entfernt sind, beginnt die Lähmung des Planeten. Das, was quasi Reptane getan hat. In der Gegenwart. Aber was ist Zwirfens Plan? Oder ist es überhaupt Zwirfens Plan? Oder ist es vielleicht Jalgas Plan? Und es wird kein Wind und es wird nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals in der Dunkelheit. Man könnte es auch übertreiben als Entwicklung der Welt bezeichnen. Die Lähmung des Planeten. Der Planet scheint tatsächlich so zu sein, wie Zwirfens beschrieben hat. Aber trotzdem ist es schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelähmt werden konnte. Ihr steht euch frei, mir zu glauben oder eben nicht. So oder so rate ich euch, hier so bald wie möglich zu verschwinden. Ich gehe. Lasst euch nicht von den Zubiris fangen. Schmacki, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fehlenden Zahnräder der Zeit ausgelöst werden sollte? Warum sollten wir Reptane davon abhalten, sie zu stehlen? Wir haben doch alles getan, was zu tun war, oder? Self und die anderen sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin bringen, wo sie hingehörten. Das hätte die Lähmung des Planeten verhindern sollen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet in unserer Zukunft ist noch immer gelähmt. Aber warum? Ich weiß nicht mehr, wem ich was glauben soll. Wah, die Zubiris! Wir können nicht hierbleiben, Spacki. Machen wir schnell fertig und verschwinden. Ja. Ich würde sagen, wir speichern nochmal ab. Und dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Pokémon Mystery Dungeon. Und wir betreten mal noch den Dungeon für den Start. Bist du fertig? Alles klar. Okay, machen wir uns davon. So, in der Klanghöhle, wo es jetzt richtig, richtig schwierig wird, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao.